Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 hier auf meinem Kanal. Wir sind wieder mit dem Fukuhila-Mann unterwegs. Ich weiß gar nicht, unsere Bude hier ist immer noch nicht so schön aufgeräumt. Okay, wir werden hier doch irgendwie spioniert, drücke eben den Fernseher einzuschalten. Achtung, ja jetzt geht wieder irgendwas los, hatte ich fast vermutet. Spielen des Fernsehers zu nutzen, drücke eben den Fernseher auszuschalten. Okay. Und vorher müssen wir uns auch nicht entfernen, sehen wir. Was wird übersetzt? Den Text übersetzen sie, ne? Robotik? Nur. Lautstärke ändern, um den Fernseher auszuschalten, ja. Also ich würde mal sagen, wir suchen uns doch mal glatt einen neuen Auftrag, oder? Ich hoffe, dass der In-Game-Sound jetzt mal wieder einigermaßen passt. Das ist schwierig. Ich habe noch nicht so die perfekte Soundeinstellung pro. Nö, nö. Ich glaube, das war mein Fahrzeug, ne? You make me want a lobotomy. Na, nehmen wir doch dieses komische Gefährt, der steht ja nun mal hier rum, ne? Ach, falscher Knopf. Kein Wunder, das funktioniert nicht. Wo fahren wir hin? Zum Fragezeichen? Jo, ne? Oder, ach. Nehmen wir doch den. So. Wir hatten auch so viel Geld, ne? Theoretisch, wie viel Geld haben wir? 166.000. Wir wollten ja auch irgendwann mal ein bisschen was kaufen. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt sein muss, dass wir mit ihm irgendwas kaufen. Ich finde, Geschäftsmänner ist ja jetzt nicht so richtig hier, ne? Der Hayo Pai, das würde ich dann eher mit einem anderen Charakter wahrscheinlich kaufen. Ne? Aha. Da steht schon wieder so ein Sniper. Habe ich die Sniper eigentlich noch? Yes. Next. Hey, bud. What you do? Nothing. What you up to, Cletus? Hunting. Ja, was jagt er denn? Tyrees? Nah, just stuff. Windows, Fenster, Antennen, Reifen. Thurman? Ah, so that was you. Tis the season for it. I don't give a shit about no season. Oh ja, dann können wir die Tiere abknallen, was dürfen wir jetzt? Don't let the regulations get you down. That's what I'm saying. Hey. You wanna come hunting with me? It'd be real neighborly of you. Hell, why not? Okay, wir jagen. Knarre haben wir. Nö, ich habe eine eigene eigentlich. Die würde ich auch nehmen sonst. Folge Kletos. I got just a thing. Let's raise some hell, neighbor. Oh, I'm in. I'll introduce you to one of my all-time favorite pastimes. So, was möchtest du denn? Okay, you see them three big satellite dishes? Hey, a decent shot, and they'll go down easier than a whore's drawers. You're a real pillar of the community. Half the folks in this town would sell their own mother, and most of the other half already did. Ich habe gar nicht so wirklich zugehört. Was soll ich jetzt abschießen? Schieß auf die Satellitenschüsseln. No more reality TV for you, Mrs. Gilbert. Okay, one more for the road. Hä? Ups, wollte ich schießen. Make you feel alive, don't it? Ach da, in die Richtung sind irgendwo welche. Or sticking it to Bill Henderson on Island Avenue. Der ist gar nicht so weit weg. Yeah, that's it. Give him hell. Shoot another one. Da schießen wir mal ein bisschen auf Zeugs, ne? Wo ist denn das andere Zeugs? Ach so, ja genau, man sieht den Ball so, ne? Didn't I tell you this would be more fun than a barrel full of pussies? Da, das macht auf jeden Fall Spaß. Weiter so. Also, voran. Wir mehr Ziele. Naja. Weiß nicht, ob wir dem wirklich glauben sollen, aber wir machen das Ganze, ne? Ist ja klar. Ich würde sagen, kommt er denn auch vielleicht? So, what now? We're gonna try our luck on something less stationary. Wieder einsteigen in die Fahrt. Liberals? Nothing as slippery as that. You'll see. We'll take your vehicle. Auf. You've got way too much time on your hands. Nah, this is just a bit of foolery. I've been busier than hell with the real hunting. The money and wild organic meat these days, you wouldn't believe.
Them hipsters will give you their parents' last dime for it. It's gotten so I can't even keep up with the demand no more. All this eat local, small batch, so, farm sieht, to table sehr bullshit. Aus hier. Da you know, ein I can maybe use another pair of hands if I can get you up to snuff with that rifle. You keep on criticizing my shooting, you'll be starring in a snuff with that rifle. Motel's a good old walk, Trevor. Was will hier sollen wir doch hin, oder nicht? Here we are. I bet you never shut out the tires on a car before. Oh, oh, die Haare, ne? Wir haben echt, also die Friese. Ain't you gonna shoot anything, Cletus? Nah, I do this all the time, and I want to see how you deal with a moving target. This is perfect right here. Pick a car and shoot a tire. Good plain old fashioned fun. What? Not the car, Trevor. That's it, beauty. And again, Trevor. Aha. Wir können auch ein bisschen ranzoomen, ne? Das macht das vielleicht einfacher. Nice! Go on, one more, just for the hell of it. Shit for brains. Alter. Man, not too bad, Trevor. Right, let's change it up. Come on, follow me. Ne, ich mach noch einen. Das wollte ich gar nicht mehr, okay. Hoffentlich habe ich noch genug Munition eigentlich, aber ich habe viel gekauft für das Gerät, oder? Mal gucken. Ach steht, ist unbegrenzt aktuell. Ich bin gespannt, was er noch vorhat. Also es wird mit Sicherheit nicht gut enden. Da kann man sich schon mal ziemlich sicher sein, dass da noch irgendwas auf uns zukommt. Just two fellers killing time in small town America. Don't get much better than this, does it? Oh, schöne Beschäftigung, ne? Schöne Abendbeschäftigung. Wäre schön, dass es ein bisschen heller wird. Ain't nowhere near this fun being antisocial on your own. More chance of landing a cargo plane. Sommer? 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 Nein. Dann wette ich, hätten wir die Mission verloren oder es passiert einfach nichts. Alter. Lauf mal ein bisschen schneller, bitte. Ich lauf hinter dir. Better shot from up here. Was will er denn von uns? Die Tiere hier weg, die fliegen wir schon gleich weg, oder? Tauben? Jetzt wenn wir so den ganzen Tag Zeit hätten, ne? Ganz entspannt. Oh. Alright, I see him. Looks like we got two packs of coyotes down there. Take a few of them out and the rest should scatter. Die Kojoten? Sing to me now, song dog, and another. Don't let him get the jump on you, Trevor. Uh-oh. Damn, you're shaking like a dog pooping peach pits. Und der andere. Ich hätte auch wieder näher ranzoomen können, das war wieder ein bisschen blöd. Da. Dropped it like a bad habit. I think you got one more in you, Trevor. Ja, ja. Warte, muss erstmal gucken, wo sie sind. Die verstecken sich hier vorne so ein bisschen. Schwer zu sehen teilweise. Du sollst das nächste Mal mitkommen, wenn ich rund um Paletto Bay jagen gehe. Warum nicht? Okay, ich muss los. Ich schicke den SMS, wenn ich jagen gehe. Okay. Das war easy. Zielübung. Das war echt easy, ne? Also kein Ding für uns. Ups. Ja, haben wir bestanden, weiß ich doch. Weiter. Danke. Erlaubte Bewegung seit Zoom kann im Abschnitt Steuerung unter dem Menüpunkt Einstellung ausgewählt werden und erlaubt dir, dich zu bewegen, während du durch das Zielfernrohr eine Waffe siehst. Easy there, Twinkle Toes. Wollen wir noch irgendwas abschießen? So, da vorne unsere Bude schon oder was? Fährt er noch? Nicht besonders schön, aber er noch fährt. Start, you turd! Ah. So, dann wollen wir erstmal gucken, wo können wir denn jetzt hin? Also als Jäger sind wir schon mal geeignet. Hier sowas eigentlich. Das ist das Flugzeug, was ist das? Landeplatz von Sandy. Achso, das ist glaube ich die
Bitte Hangar bei Sandy Shore. Und C ist Chinesen. Sollen wir zu den Chinesen? Ja. Kann natürlich auch bald mal wieder den Charakter wechseln, weil bei den anderen Charakteren passiert bestimmt auch wieder was. Aber eine Mission machen wir noch mit Trevor, oder? Okay. Machen wir noch eine Mission? Wir machen noch. Das hört sich gut an, das Auto. Ist das ein Tank, den man betreten kann? Nee, ne? Also ich kann sie zumindest, glaube ich, nicht betreten. Ich habe immer noch nicht einen Laden überfallen. Das ist doch echt ein Trauerspiel hier. Wir haben natürlich das beste Auto. Sollten jetzt irgendwie in eine Flucht verwickelt werden, ne? Dann haben wir ein Problem. Deswegen lassen wir das Auto mal so stehen. Vielleicht bleibt er dann da. So. Okay, lecker Pisswasser. Ah, hier ist Open. Kein Schaden, irgendwie so eine, genau, so eine kleine Knarre in der Hand zu haben. Trevor, you're still sind bekannt. What about these two? Whoever wins gets banned. Genau, so war das. He's one. Ban him. I can't ban him. He's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, wow, honey? Yeah, anyway, toy boy, no? I saved your husband. Now give me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar, I swear, I will not serve you. Was? Wieso kriegen wir nichts? Here he is. Yes, Mr. Chang, pleasure to meet you. No, I am Mr. Chang's humble translator. Mr. Chang now. Also hat er schon ein bisschen was genommen wahrscheinlich, ne? Ich weiß nicht genau, was er genommen hat, aber auf jeden Fall tanzen sie ein bisschen rum, Musik und so, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Hier werden wir. Hier geht es zum Meth-Labor. Zum Meth. So, dann steig ein, wir haben keine Zeit. Chefkoch wird gelebt. Alles klar. We're just coming down to see the kitchen. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Und leg sie auch. You sure your boss don't want this crank for his own personal consumption? Das Geld, dass die Karre so schnell ist. Sie sind immer so langsam aus, aber doch. Mr. Senior is very specific. He wants a good, reliable source of meth. Einmal so schlecht eigentlich, oder? We will buy from you here and distribute using established networks. Liquid Ace Discount. Was hier ganz koscher ist. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, 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 manners, chef. These are our guests, all right? We got Mr. Chang and his humble servant. Hey, Lao Shung. Nice to meet you. Na, stimmt doch was Trevor, nicht. We ain't got long till they get here. Everything in its time, all right? Gentlemen, please. Reißt come euch check zusammen. Out the storage facilities. Go on now. Nice, right? Ample room inside. Mr. Chang, please, sir, if you will. Let me out! No. Sir, Bob. Tour will recommence shortly, gentlemen. Should we get the guns? Yes, chef. Help me! If I knew we were having visitors, what is that, a little spring clean? Ortega has always been cool with us before! Schießt der andere gar nicht mit, oder was? Ich muss wieder ein bisschen gezielter schießen, glaube ich. Das macht mehr Sinn. Muss ich eigentlich die Waffe nehmen, oder kann ich auch meinen hier... Ich muss die Waffe nehmen. Ich hätte nämlich sonst auch ganz gerne wieder meinen Scharfschützen wieder genommen. What you came for?
Nicht, dass er nochmal aufsteht, ne? Ist da noch einer? Ne, hier ist noch irgendwo einer versteckt. LSD Gang! So, kann ich auch noch weiterlaufen, oder was? Ja, warte, dann hau mal die Karre da weg. So muss das laufen, ja, ne? Wieso fliegt die Bude nicht hoch, eigentlich? Sollen wir vielleicht mal zu dem Fenster gehen? Da haben wir noch ein bisschen... Alter, was passiert? Der Chefkoch ist erledigt. Nee. Ja, wir waren ein bisschen langsamer. Wir hätten also, nachdem wir das eine Fenster erledigt hatten, hätten wir viel schneller zum anderen Fenster rumlaufen müssen. Das war natürlich richtig. Ach, dann müssen wir jetzt hier hin. So. Ja, wir müssen ihm hinterher rennen, oder? Kann das sein? Zurück zu Chefkoch. Wo ist denn Chefkoch? Er ist hier schon. Was kommt da? Nochmal drei Autos oder was? Wo können wir denn schießen? Hier. Alter, da war viel los. Relativ viele hier unterwegs, da muss ich mich mal kurz ein bisschen konzentrieren. Sorry, Leute. Ah, schmeiß mal eine bessere Waffe rüber. Ich hab keine mehr in der Hand. Alter, das werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Wir müssen, glaube ich, mal wieder ein bisschen was gegen die Autos tun, oder? Aber ich treffe da immer nicht so schnell, scheinbar. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr geschickt schießen, ne? Nicht einfach nur wild auf rumballern. Kann ich das alles an Munition einsammeln? Dazwischendurch mal nach. Lauf, Trevor. Come on, hurry up, let's get downstairs. Genau, wir müssen runter. Lauf doch, liebe Leute. Get down, they're coming through the door. He took out the bus, man. You ain't getting out of here alive. I need some help right now, G. Is this what you came for? Yeah, you bust ass shot, motherfucker. Take cover, Holmes. They know their feet, let's push them off. Warte doch, Alter, Spinner. War eigentlich keine Chance. Get back inside and clean up the lab! I should check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. So, können wir. Genau, was sagen? Können wir ein bisschen was aufsammeln hier vielleicht? So, die Chinesen sind wieder frei. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr aufsammeln. Zong Ding, Tao Xuan, Ding Pao Zaina. Er hat auch gar nicht so viel mitgekriegt, ne? I think we have seen quite enough. Gaizhou, sehen Sie aus? Muss ich mal sauber machen. Swing by and sign the contracts, all right? Just ignore the bodies. Hey Trevor, nö, das bleibt einfach liegen. Fuck yeah! Okay. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir haben mal wieder bestanden. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst ein Like und schaltet gerne übermorgen wieder ein. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Bis dann und tschüss.